Das Internet ist ein Segen, das Internet ist ein Fluch. Ersteres ist sicher die vorherrschende Meinung, aber aus verschiedenen Gründen gibt es auch Fälle, in denen das Internet als Fluch angesehen wird. Viele Stolperfallen warten gerade auf diejenigen, die unbedarft herumsurfen und sich wenig um die Gefahren kümmern. Das beginnt bei unsicheren Seiten, auf denen man sich Viren einfängt. Es geht weiter mit kostenpflichtigen Angeboten, die nicht klar zu erkennen sind und auf die einfach geklickt wird. Oder, und das ist unser Thema heute, mit urheberrechtlichen Problemen. Dies sind wohl die schwierigsten Fälle, vor allem auch deshalb, weil viele Menschen aus Unwissenheit oder auch absichtlich das Urheberrecht verletzen. Das kann teuer werden. Sandra Kors von der Verbraucherzentrale Braunschweig gab uns einige grundsätzliche Informationen zum Thema. Ja, Frau Kors, ich danke Ihnen, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein können. Wir haben uns den Termin ausgesucht, weil es freitags ein bisschen ruhiger ist bei Ihnen. Das stimmt. Dadurch, dass Sie keinen Besucherverkehr haben. Und da haben wir vielleicht Zeit, so ein bisschen mal unser Thema durchzuarbeiten. Vielleicht ansatzweise. Aber wenn ein Zuschauer dann noch Fragen dazu hat, dann kann er sich sicherlich auch an Sie wenden im Anschluss. Ja, unser Thema ist Urheberrecht, das ganze Paket im Wesentlichen. Das ist ein riesen Rechtsgebiet, sage ich mal. Ich würde Sie aber bitten, bevor wir in die Diskussion einsteigen, dass Sie vielleicht nochmal sagen, wer Sie sind und was Sie hier machen. Okay. Mein Name ist Sandra Kors. Ich bin Beraterin hier bei der Verbraucherzentrale in Braunschweig, bin Juristin. Und dementsprechend wohl gut aufgehoben in der Rechtsberatung. Wir beraten im Grunde alles, was das Verbraucherrecht ist. Also von Kaufverträgen, Werkverträgen, über eben auch das Urheberrecht, wobei das bei uns auch über Honoraranwälte mit abgedeckt wird, dieser Rechtsbereich, Patientenverfügung, also ziemlich durcheinander. Solche Dinge, ja. Ja, da beackern Sie natürlich ein Riesenfeld. Aber wir wollen uns heute mal beschränken und da stellt sich natürlich sofort die Frage, Urheberrecht, das ist eigentlich so eine Geschichte, die in der Vergangenheit den normalen Menschen wenig berührt hat. Da ging es dann um Verlagsrechte, um Veröffentlichungsrechte, solche Dinge. Wie kommt das, dass das jetzt plötzlich für den ganz normalen Verbraucher relevant ist? Vielleicht können Sie es mal umreißen, das Problem? Ich denke, was für die Verbraucher relevant ist, ist zum einen die Urheberrechtsverletzung im Internet, also sei es die Musik-Downloads oder Film-Downloads, dann auch das Urheberrecht in Form von Facebook, sozialen Netzwerken, eBay, also was darf ich da eigentlich an Bildern hochstellen oder was darf ich auf Facebook eigentlich posten? Ja, also einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns zunehmend in der digitalen Welt bewegen und im Internet unterwegs sind, passieren einfach sehr viel vermehrt die Urheberrechtsverstöße. Ja, gibt es so einen Klassiker dabei? Sie haben, glaube ich, einmal schon so ein bisschen in die Richtung angeschnitten eben. Ich denke, der Klassiker ist nach wie vor das File-Sharing, also das Musikteilen oder das Musikrunterladen, was einfach auch ein Stück weit daran liegt, dass das am meisten verfolgt wird. Ja, also diese ganzen eBay-Geschichten oder auch Facebook-Sachen, da passiert mit Sicherheit auch ganz viel Urheberrechtsverletzendes, aber das wird nicht so wahnsinnig stark verfolgt. Ja. Bisher nicht. Ist die Frage, ob sich sowas nochmal ändert. Also ich kann es aus eigener Anschauung sagen, wir haben das Problem, GEMA ist ein allgemein bekannter Begriff und wir haben auch teilweise das Problem, dass wir Sendungen, die wir online stellen, zum Beispiel, müssen wir GEMA-Beiträge rausnehmen, weil das normalerweise wieder GEMA-pflichtig wäre. Also das berührt uns jetzt direkt. Das ist aber jetzt, hat ja mit dem Verbraucher nichts zu tun, sondern bei dem ist es ja umgekehrt. Er schaut sich das an, er guckt. Und da gibt es ja ein ganz bekanntes Beispiel eigentlich, YouTube, die ja ganz große Probleme hatten hier in Deutschland oder immer noch haben. Ja, wobei YouTube uns hier relativ wenig noch beschäftigt. Ne, was bei uns natürlich viel mehr einfach auftritt, sind diese File-Sharing-Geschichten, dieses Musik-Runterladen tatsächlich. YouTube ist mit Sicherheit auch ein Thema, beschäftigt mich aber zum Beispiel eher noch in Vorträgen als in der Beratung. Da kommt eher bei Vorträgen von Schulklassen oder so, kommt eher die Frage, naja, was...
was darf ich denn da jetzt überhaupt? Ja. Darf ich das bei Facebook teilen zum Beispiel? Mhm. Das ist dann oft eine Frage, ja. Ja. Da fällt mir der Klassiker ein, den gibt es nicht mehr, aber Napster war, glaube ich, so ein Stichwort, ne? Die Tauschbörse. Genau, da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge andere. Ja. Das System ist auch das gleiche geblieben und die Urheberrechtsverletzung ist auch nach wie vor die gleiche. Mhm. Ja, Urheberrechtsverletzung. Wer begeht die denn jetzt letztlich? Also normalerweise würde ich so als Laie, als juristischer Laie davon ausgehen, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt da im Internet eine Musiktauschbörse habe und lade mir da einen Song runter, den ich gerne höre, dann begehe ich doch nicht die Urheberrechtsverletzung, sondern derjenige, der das zur Verfügung stellt auf seiner Seite. Ist das ein Gedankengang, dem Sie folgen können oder der rechtlich in Ordnung ist? Dem kann ich folgen und es ist auch gar nicht so verkehrt gedacht. Also auf jeden Fall begeht derjenige, der es hochlädt, einen Urheberrechtsverstoß, das ist ganz klar. Ja. Weil derjenige, das zum Download wieder bereitstellt, dementsprechend verbreitet. Und das Verbreitungsrecht gehört einfach dem Urheber, außer er hat es dann abgegeben. Aber in den Fällen ist es ja so, dass ich das Ganze ohne Lizenz verbreite. Ja. Derjenige, der es runterlädt, da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden. Beim File-Sharing ist es so, dass ich es auch automatisch wieder hochlade. Das heißt, ich verbreite halt in dem Moment auch selber. Hm. Und das ist natürlich ein Urheberrechtsverstoß. Und auch beim Runterladen ist es halt so, dass wenn diese Vorlage offensichtlich rechtswidrig war, ich auch keine Privatkopie davon machen darf. Hm. Ja, also da muss ich ein Stück weit unterscheiden. Ein Inhalt, der nicht offensichtlich rechtswidrig ist, der darf für eine Privatkopie gespeichert werden. Ja. Ein Inhalt, der aber offensichtlich rechtswidrig ist, darf das eben nicht. Wenn wir mal ein Beispiel eines aktuellen Kinofilms nehmen, dann muss mir natürlich bewusst sein, dass ein Film, der gerade im Kino läuft, mit Sicherheit nicht legal irgendwo im Internet runterzuladen ist. Ja, das heißt, da kann ich hinterher nicht sagen, auch das wusste ich ja gar nicht, dass das jetzt tatsächlich eine rechtswidrige Vorlage ist. Doch, das ist so ein Beispiel der offensichtlich rechtswidrigen Vorlage. Da ist keine Privatkopie erlaubt. Ja. Gerade das Beispiel ist natürlich jetzt besonders gut, wenn jemand hergeht, der 18 ist und das macht. Von dem kann man das sicherlich, oder bei dem kann man das sicherlich voraussetzen. Wenn jetzt aber ein 13, 14 Jahre altes Kind das macht, ich denke, da kann man solches rechtliches Wissen nicht voraussetzen. Gibt es da andere Verantwortlichkeiten dann in dem Fall? Das ist doch sicher ein Fall, der auch mal auftritt bei Ihnen. Die Frage ist natürlich letztlich sowieso immer, wer haftet. Weil der 13-, 14-Jährige wird natürlich nicht selber den Internetanschluss haben, sondern der Anschlussinhaber werden die Eltern sein, wird der Vater sein, wird die Mutter sein. Im Übrigen ist es tatsächlich so, dass die 13-, 14-Jährigen oftmals mehr wissen, als man glaubt. Ja? Und tatsächlich meistens größere Wissen noch haben als die Eltern, was genau diese ganze Thematik, was man im Internet so alles machen kann, da wissen die besser Bescheid als ihre Eltern. Ist dann auch ein großes Problem, weil Eltern der Meinung sind, ach nein, mein Kind, das macht sowas ja gar nicht. Hm. Naja, da muss man noch mal genau auf die Finger schauen, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist bei Minderjährigen natürlich die Frage, ob jetzt die Eltern dann für diese begangene Urheberrechtsverletzung in die Haftung zu nehmen sind. Wenn ich als Elternteil mein Kind aufkläre, und sage, also pass mal auf, im Internet gibt es einfach gewisse Regeln. Du darfst nicht solche Tauschbörsen nutzen. Du darfst auch nicht einfach Sachen runterladen, wie du lustig bist. Da gibt es einfach Grenzen. Dann geht der BGH davon aus, dass ich mein Kind auf jeden Fall aufgeklärt habe und deshalb Bescheid wusste, wo einfach die Grenzen sind. Wenn dann sowas passiert, dann ist auf jeden Fall bin ich als Elternteil erstmal aus der Haftung raus. Wenn es dann ein zweites Mal passiert allerdings, dann bin ich nicht mehr raus, weil sobald eine Sache vorgefallen ist, muss ich mein Kind tatsächlich kontrollieren. Hm. Ja, vorher muss ich es nur aufklären, wenn dann etwas passiert ist, muss ich es kontrollieren. Ja. Also daraus resultieren dann Kontrollpflichten letztlich für die Erziehungsberechtigten. Genau, Kontrollpflichten oder eine Einschränkung des Internetgebrauchs, wie man das dann tatsächlich löst es natürlich die große Frage, aber auf jeden Fall muss ich kontrollieren. Aber Sie sprachen gerade so ganz nebenbei ein interessantes Thema an. Es ist also tatsächlich so, dass viele Eltern nicht so viel wissen wie ihre Kinder. Gerade im Computerbereich ist auch verständlich, oft verständlich, dass viele Eltern, ich habe mal so ein bisschen rausgehört, dass viele Eltern aber auch ihre Sprösslinge so ein bisschen damit alleine lassen. Ist das eine Sache, die Sie auch aus der Erfahrung bestätigen können?
Das scheint zumindest so. Ja. Ja, vielleicht auch ein Stück weit, weil Eltern glauben, die Kinder müssten das ja vielleicht auch in der Schule irgendwie ein Stück weit lernen, so einen Umgang, oder halt selber auch gar nicht so versiert sind, als dass sie tatsächlich auch in manchen Fällen vielleicht nur schwer diese Aufklärerpflichten übernehmen könnten. Ja. Also ich denke schon, dass Kinder da oftmals ziemlich viel Freiraum haben. Hm. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst auf Seiten der Eltern geschieht, wäre ich mir nicht mal so sicher. Gehen wir mal wieder von den Kindern weg, zu denen, die selbstverantwortlich sind für das, was sie da machen. Es ist also tatsächlich so, wenn ich mir einen Song nur runterlade, also kein File-Sharing betreibe, das wäre ja auch gleichzeitig mit dem Upload verbunden, sondern nur runterlade, dann ist der liegt der Verstoß eher bei dem Anbieter. Ich interpretiere jetzt einfach mal das, was Sie vorhin sagten. Ja, wobei, wie gesagt, ich muss noch unterscheiden, ob ich eben eine rechtswidrige Vorlage hatte oder eine rechtmäßige. Ja. Also wenn ich eine offensichtlich rechtswidrige Vorlage hatte, dann darf ich halt im Grunde keine Privatkopie davon machen, weil auch das Recht, eine Kopie zu machen, gehört erstmal dem Urheber. Es gibt halt gewisse Schranken, das ist eben diese besagte Privatkopie, aber die darf ich nur dann machen, wenn die Vorlage offensichtlich nicht rechtswidrig war. Ja, nun ist das gerade in der digitalen Welt ja eine besondere Schwierigkeit. Und ich kann so ein bisschen aus der Vergangenheit, ich interpoliere das jetzt mal, sagen, dass die Rechtsprechung, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus, dass die Rechtsprechung und auch die Gesetzeslage nicht unbedingt mit der technischen Entwicklung standhält oder mithält. Kann man das so ausdrücken? Das ist mit Sicherheit auch nicht immer ganz einfach, weil so ein Verfahren sich ja auch im Zweifel wirklich lange hinzieht, bis dann tatsächlich mal der BGH vielleicht sogar zu Wort kommt. Es sind ja schon Jahre vergangen sogar. Ja. Und ohne da jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber ob da dann das technische Verständnis immer auch in Gänze da ist, ist dann auch die Frage. Also das ist natürlich teilweise schon sehr schwierig, genauso wie ich dann jetzt doch sage, ja gut, ich muss dann halt hinterher kontrollieren, wenn Verstöße passiert sind. Ja, wie das aber aussehen muss, da gibt es ja dann auch wieder keine konkreten Ausgestaltungen. Ja. Wie sehen denn jetzt die Fälle in der Praxis aus? Also gehen wir mal jetzt von der theoretischen Seite ein bisschen weg. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, wir haben vorhin schon über den Klassiker gesprochen, aber mit welchen Problemen kommen jetzt die Menschen zu Ihnen und sagen, hier, da habe ich ein Problem? Gibt es da so einen, ja, ich sag mal, einen Trend oder so eine Generallinie? Oder sind das durchaus alles verschiedene Sachen? Das meiste ist tatsächlich dann eben die Musiktitel oder die Filme, die runtergeladen wurden. Oftmals ist es aber so, dass die Verbraucher hier stehen und sagen, ja, das ist doch hier eine fiese Abzocke, ich habe doch gar nichts gemacht. Da muss man natürlich trotzdem irgendwie erstmal sagen, ja gut, aber das ist jetzt in der Welt, das kann man trotzdem nicht einfach hinten runterkippen lassen und vernachlässigen. Mhm. Das sind einfach massive Vorwürfe, die da erstmal im Raum stehen. Und das Urheberrecht ist einfach kein Bagatelldelikt, das muss man ganz klar mal sagen. Also das ist hinterher eine Sache, die sehr teuer werden kann, wenn man da sich überhaupt gar nicht drum kümmert, weil mich im Zweifel auch so ein Rechteinhaber dann eben verklagen kann. Und dann stehe ich halt erstmal doof da. Ja, soweit ich weiß, ist ja auch das Urheberrecht schon in der jüngeren Vergangenheit ein paar Mal novelliert worden. Und die Rechte des Urheberrechtsinhabers sind gestärkt worden dabei. Das war, glaube ich, so ein bisschen hinterherhinken der Rechtsprechung. Der Urheber hat auf jeden Fall schon sehr, sehr starke Rechte. Das ist auf jeden Fall richtig. Wobei er, glaube ich, auch im Großen und Ganzen natürlich selber über sein Werk verfügen können muss. Also es muss natürlich auch mit Sicherheit für ihn die starken Rechte geben. Auf der anderen Seite ist eben genau die Frage dann, solcher Privatkopien, wie weit geht das und wie ist es überhaupt mit so digitalen Sachen auch wie einem Streaming zum Beispiel. Ja, was auch noch nicht in Gänze, ja, zumindest so eingearbeitet ist, dass wir jetzt sagen können, wir haben da eine ganz klare Auffassung, die das Gesetz hat. Nein, die haben wir eben auch nicht. Also da ist einfach ganz viel, was hinterher von der Rechtsprechung eben
entschieden werden muss und ausgestaltet werden muss. Und das kann letztlich immer nur der BGH zumindest so machen, dass wir sagen, da stützen wir uns drauf. Ja. Wobei da ja teilweise sogar auch europäisches oder, ich sage mal, weltweites Recht berührt wird, zum großen Teil dann auch. Richtig, na klar, ja. Es gibt immer irgendwelche Richtlinien, die dann umgesetzt werden müssen und da muss man natürlich schon gucken, auch was der EuGH sich da geradezu ausdenkt natürlich. Ja. Ja, Sie sprachen eben Streaming an, das ist natürlich ein ganz besonderes Kapitel, da ist ja im Augenblick auch die Landschaft so ein bisschen im Wandel. Beim Streaming, ich weiß also, zumindest habe ich es gelesen, dass ein Anwaltskonsortium dabei ist, zu versuchen, das Streaming insgesamt zu verbieten. Das wäre natürlich, YouTube wäre begeistert, glaube ich. Sehr, mit Sicherheit. richtig, das fing an letztes Jahr im November, dass das Streaming erstmalig abgemahnt wurde. Das war bisher noch gar nicht Thema hier. Und auf einmal kamen Verbraucher an und hielten uns Abmahnungen unter die Nase, wo dann eben nicht das File-Sharing abgemahnt wurde, das kennen wir ja mittlerweile, sondern eben das Streaming. Und dann war erstmal im Grunde großes Rätselraten, was denn jetzt passiert sein könnte. Und letztlich ging es in dem Fall, der jetzt bisher abgemahnt wurde, um RedTubes, ein Porno-Portal, wo aber viele Verbraucher gar nicht oder felsenfest behaupten, dass sie auf dieser Seite nie waren. Deswegen gab es da auch ja staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, wie man überhaupt an diese IP-Adressen rangekommen ist und was denn da jetzt tatsächlich genau passiert ist. Das ist aber nach wie vor in Gänze nicht aufgeklärt. Ja, also ist noch alles im Wandel in dem Bereich zumindest, ja. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, ich habe vorhin so ein bisschen rausgehört, dann ist in der Regel schon was passiert. Das heißt also, da liegt möglicherweise schon die Abmahnung auf dem Tisch. Gibt es denn auch Fälle, wo Eltern zum Beispiel oder auch Menschen, die bereits volljährig sind, zu Ihnen kommen und sich im Vorfeld beraten lassen, ohne dass jetzt schon was passiert ist? Oder wenn sie zumindest vielleicht was befürchten, dass was kommen könnte? Also wir hatten tatsächlich im Rahmen dieser Streaming-Abmahnungen letztes Jahr so ein paar Verbraucher, die kamen und meinten, ja, ich wohne in der WG beispielsweise und ich weiß jetzt nicht so richtig und wer bekommt denn dann diese Abmahnung? Und es könnte ja sein, dass was passiert ist, man muss ja nur ganz klar sagen, in diesen Fällen vorbeugend irgendwas zu machen, ist natürlich sehr schwer. Ja. Was jeder Verbraucher auf jeden Fall machen sollte, ist einfach sein WLAN gut abschlüsseln, wenn er denn übers WLAN im Internet geht. Das ist auf jeden Fall nach wie vor Thema. Da ist auch der BGH sehr streng. Also wer sein WLAN nicht nach außen schützt, der haftet auf jeden Fall für einen Urheberrechtsverstoß. Das ist auch nach wie vor klare Linie. Ja. Da gibt es ja verschiedene Verschlüsselungsarten. Muss das eine bestimmte sein oder reicht die, ich sag mal, die in Anführungszeichen einfache? Es muss auf jeden Fall quasi die Verschlüsselung sein, die gerade auf dem neuesten Stand der Technik ist. Ah, ja. Ja, also sollte jetzt schon eine WPA2-Verschlüsselung sollte es sein. Alles, was quasi drunter geht und wenn mein Router das nicht kann, weil er wirklich technisch veraltet ist, dann muss man in dem Fall tatsächlich sagen, bitte den Router austauschen. Ansonsten sitzt man in einem Wespennest. Ja. Ja, das jetzt kommt natürlich erstmal die Frage, das sind alles so Inhalte, die für, ich sag mal, normale Menschen, die damit nichts zu tun haben, wahrscheinlich ein bisschen, ich sag, abseits des Mainstreams liegen. Aber gibt es denn Dinge, die aus Ihrer Sicht empfehlenswert sind, wenn jemand im Internet unterwegs ist und möglicherweise auch mehrere Personen einen Computer nutzen, der ins Internet gehen kann? Gibt es etwas, was Sie empfehlen können, so wie der Umgang damit sein sollte? Ich denke, dass man auf jeden Fall, gerade wenn Kinder im Haushalt sind, offen erstmal drüber reden sollte und auch ruhig Kindern mal erklären sollte, was ist eigentlich dieses Urhebergesetz und was muss ich da eigentlich beachten? Also zumindest so ein Stück weit die Basics, nenne ich mal, sollte man irgendwie versuchen zu vermitteln. Nämlich genau solche Sachen wie, ich darf eben auch nicht mir über Google das Bild von meinem Lieblingsstar irgendwie suchen und das dann bei Facebook als mein Profilbild ausgeben. Ja, allein das ist eben ein Verstoß. Und solche Sachen muss man, denke ich, schon auch bei Kindern eben kommunizieren. Oder eben die Tatsache, dass wahrscheinlich, wenn ich einen neuesten Kinofilm
irgendwo finde, dass es eben nicht legal sein kann, mir den runterzuladen. Das sollte halt irgendwie im Kopf des Kindes dann auch so verankert sein, dass es gar nicht erst auf so doofe Ideen kommt. Jetzt könnte man natürlich denken, dass Internet und gerade diese Dinge seien rundherum eigentlich nur Stolperfallen und darauf ausgelegt, den Verbraucher in dem Fall reinzulegen. Aber das Urheberrecht hat ja einen bestimmten Hintergrund. Der Urheber wird ja nicht geschützt, nur weil es der Urheber ist oder weil er so heißt oder wie auch immer, sondern es hat ja einen bestimmten Hintergrund. Und manchmal ist es auch, denke ich, erforderlich, den Verbrauchern oder den Menschen zu sagen, warum denn das eigentlich geschützt wird. Das heißt also, dass der Urheber, der etwas geschaffen hat, ein Werk geschaffen hat, das ist ja die Voraussetzung für den Urheberrechtsschutz, dass der natürlich auch den Nutzen daraus ziehen soll und möchte und nicht andere. Ne? Das hat also schon einen Sinn. Das in vielen Fällen wird ja immer auf Verwertungsgesellschaften geschimpft. GEMA an erster Stelle, VG Wort und was dann da noch dahinter kommt. Aber ich denke, das sollte auch in so einem Gespräch nicht unerwähnt bleiben. Nee, sollte es auch nicht. Ne? Das ist ja das, was ich vorhin auch schon meinte, als ich kurz sagte, na, der Urheber hat halt nun mal gewisse Rechte und es ist auch gut so, dass er die hat. Ja. Ne, natürlich, wenn ich mich vielleicht selber mal in den Urheber hineinversetze und ich setze mich hin und schreibe ein dickes Buch, dann muss natürlich auch mir irgendwie das Recht daran zustehen und auch das Recht daran zustehen, was jetzt damit passiert. Ja. Ja, andererseits, wenn man das jetzt, ich sag mal, ein bisschen in die Zukunft extrapolieren würde, dann könnte man ja sagen, also wenn dieser Schutz nicht mehr da wäre, dann würde die gesamte Kulturszene, ich sag jetzt mal übertrieben, den Bach runtergehen, weil es würde ja gar keiner mehr Interesse haben, überhaupt noch irgendwo Kultur zu schaffen in dem Moment. Das gehört ja im Prinzip alles dazu. Ein wichtiger eigentlich. Punkt, auf jeden Fall. Ja. Denn viele müssen davon leben, das ist so, also Komponisten, Textdichter und so weiter und so fort. Ich denke, das hat schon auch einen vernünftigen Hintergrund, diese ganze Geschichte. Ob das in allen Auswüchsen so sein muss, wie es ist, ist eine andere Frage. Ja, ich darf mich erstmal, wir können das Thema natürlich logischerweise nicht erschöpfend behandeln. Nee, dafür ist es zu umfangreich. Aber Sie stehen ja zur Verfügung, auch wenn jemand ein Problem hat. Sie sind hier erreichbar und da wäre es ganz interessant, nochmal zu sagen, wie Sie denn überhaupt erreichbar sind. Hier, ja, telefonisch, also, Internet. Und also unsere Beratungsstelle ist im Langenhof 6, das vielleicht nochmal einfach persönlich reinschauen, ist auf jeden Fall auch immer ein Weg. Ansonsten telefonisch über unsere Telefonnummer 0531 123 1130. Da erreicht man uns im Grunde während unserer Öffnungszeiten auch telefonisch. Öffnungszeiten Montag und Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Dienstag 10 bis 14 Uhr. Ja, oder einfach mal ins Internet schauen, auf unsere Internetseite. Ja, ja, und dann darf ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Und ich denke, wir sehen uns in absehbarer Zeit wieder. Dann vielleicht mit einem anderen Thema. Genau. Okay, dann vielen Dank nochmal. Ja, gerne.